Herzlich willkommen zur bereits 9. Folge von Hinter den Kulissen des Bundestages. Wir sind jetzt gerade in der letzten regulären Sitzungswoche vor der Bundestagswahl. Das heißt, es werden noch eine Unmenge von Gesetzen, von Anträgen durch den Bundestag, man kann schon sagen, gepeitscht und getrieben. Denn alles, was jetzt nicht beschlossen wird, verfällt. Dafür gibt es so ein Wort, ein bisschen sperrig, das heißt Diskontinuität. Das heißt, es muss neu eingebracht werden. Das wissen viele gar nicht. Und um das alles vorbereiten zu können, gibt es noch jede Menge Sondersitzungen in den verschiedensten Ausschüssen. Und unser Anliegen hier ist ja, hinter die Kulissen der Ausschüsse zu schauen, denn die tagen ja nicht öffentlich. Heute werden wir über den Ausschuss für Arbeit und Soziales sprechen. Dazu begrüße ich recht herzlich meine Kollegin Susanne Fertschel. Herzlich willkommen. Wir haben gerade erfahren, dass Susanne es sehr eilig hatte. Darum ist sie quasi per Zufall in Österreich geboren. Aber aufgewachsen ist sie im Allgäu. Eine Gegend, von der man gerne sagt, dort machen andere Urlaub und sie wohnt dort. Aber sie macht es auch praktisch. Sie ist nämlich Wanderleiterin des Deutschen Alpenvereins. Wie lange muss so eine anständige Wanderung eigentlich dauern? Wie viele Kilometer muss man zurücklegen oder welche Berge ersteigen? Eigentlich kommt es auf die Kilometerzahl gar nicht an. Hauptsache die Natur ist schön, man hat seine Ruhe. Aber so eine ordentliche Wanderung, sage ich mal, auf 2000 Meter raus, das hat natürlich schon was. 2000 Meter? Anspruchsvoll. Aber das ist ja sowieso eine Eigenschaft von dir, denn du warst bereits mit 26 Jahren Betriebsratsvorsitzende eines Nestlé-Werkes und hast damit die Verantwortung für 600, 700 Kolleginnen gehabt. Und von 2006 bis dann zum Einzug in den Deutschen Bundestag warst du Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates von Nestlé Deutschland und Mitglied des Europäischen Betriebsrates. Seit 2017 vertrittst du den Wahlkreis Kaufbeuren Ostallgäu hier im Bundestag. Du bist stellvertretende Vorsitzende und verantwortlich für einen riesigen und vor allen Dingen sehr wichtigen Bereich Arbeit, Soziales, Gesundheit. Als Betriebsrätin hast du ja zeitweise 10.000 Beschäftigte vertreten. Warum hast du dich entschlossen, für den Bundestag zu kandidieren und dann natürlich auch gewählt zu werden? Ja, tatsächlich hängt es in irgendeiner Form auch mit der Agenda-Politik unter Schröder zusammen, weil damals der Arbeitsmarkt so verstümmelt worden ist, prekäre Beschäftigungsverhältnisse sich ausgeweitet haben, die Hartz-IV-Reform letztendlich den Druck auf die Beschäftigten erhöht hat. Und es hat mich so geärgert und ich habe immer gemerkt, auch vor Ort, was das für Auswirkungen auf die Kolleginnen und Kollegen hat, wie die und diese Situation letztendlich auch gelitten haben, wie schwierig es auch als Betriebsrat geworden ist, die Arbeit zu machen. Weil Leiharbeitnehmer nehmen an dem Streik nicht teil. Und befristete Kolleginnen und Kollegen sind bereit, jeden Job zu machen, die wehren sich nicht. Und es hat mich immer so geärgert, dass ich an gesetzliche Rahmenbedingungen in meiner Arbeit gestoßen bin, dass der Wunsch irgendwann mal groß geworden ist, ich will dahin, wo diese Gesetze gemacht werden und ich will an den Rahmenbedingungen für gute Arbeit mitgestalten. Wenn wir mal so ein bisschen vergleichen, was gibt es für Gemeinsamkeiten in beiden Tätigkeiten, Abgeordnete und Betriebsratsvorsitzende? Und was sind die Unterschiede? Na, ich fange mal vielleicht mit den Gemeinsamkeiten an. Das wird so für mich immer so im Ausschuss für Arbeit und Soziales deutlich. Manchmal fühle ich mich wirklich zurückversetzt in die Zeit der Diskussionen mit meinem Arbeitgeber. Also insbesondere, wenn ich mit FDP und Unionspolitikern diskutiere, dann ist es eine sehr ähnliche Situation, weil ich einfach feststelle, die können sich nicht in die Lebensrealität der Kolleginnen und Kollegen reinversetzen. Es ist ein Unterschied, ob ich im Chefsessel sitze und die Perspektive einnehme oder ob ich am Band in der Schicht stehe und dort die Arbeit mache. Und das ist letztendlich ähnlich geblieben. Der Unterschied ist, dass die Arbeit im Betriebsrat, man hat einen viel direkteren Einfluss. Also man sieht viel schneller die Ergebnisse seiner Arbeit. Man kann schneller was verändern als bei einer Oppositionspartei, was nicht heißt, dass das nicht auch letztendlich einen Erfolg bringt. Aber wie du gesagt hast, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Und man hat natürlich auch noch nicht so den direkten Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Es ist etwas großräumiger auch. Darin liegen die Unterschiede, würde ich sagen. Du hast ja schon die Agenda 2010 und die sozialen Verwerfungen erwähnt. Und natürlich kann man auch aus der Opposition heraus etwas zumindest vorantreiben. Da fällt mir natürlich ein, die Einführung des Mindestlohnes. Das war aus unserer Sicht ja ein wichtiger Schritt, aber die Höhe ist natürlich immer noch zu gering. Nun sieht ja in diesem Gesetz, ist ja in diesem Gesetz vorgesehen, dass es so eine Art Zwischenbilanz geben soll, dass geschaut werden soll, ist das ausreichend oder nicht. Und diese Zwischenbilanz gab es ja schon. Sind daraus deiner Meinung nach die richtigen Schlussfolgerungen gezogen worden?
Nee, sind sie nicht, aber ich will durchaus noch mal das unterstreichen, was du gesagt hast. Ohne die Linke gäbe es den Mindestlohn nicht. Das war eine Initiative der Gewerkschaften NGG und Verdi. Und wir haben das im Parlament aufgegriffen, haben das eingebracht in Form von Anträgen, haben das öffentlich gemacht. Und das ist eigentlich der beste Beweis, dass Oppositionsarbeit auch funktioniert, auch wenn es eben langwieriger ist. Im Mindestlohngesetz steht drin, dass eine Evaluierung stattfinden musste. Das hat die Bundesregierung ewig verschleppt. Das hat sie erst auf den letzten Metern im letzten Jahr gemacht. Und es ist rein gar nichts passiert. Wir haben etliche Vorschläge gemacht. Man müsste zum Beispiel die Schlupflöcher stopfen. Man müsste mehr Kontrollen durchführen. Es werden ja Millionen Menschen um den Mindestlohn betrogen. Und wie du gesagt hast, er ist einfach viel zu niedrig mit 9,50 Euro. Mindestens 12,21 Euro wären nötig, damit die Kolleginnen und Kollegen eine Rente oberhalb der Grundsicherung bekommen. Wir haben das mehrmals eingebracht. Es ist nichts passiert, außer den vollmundigen Versprechungen der Minister Heil und Scholz. Aber wir bleiben natürlich da am Ball. Du hast gerade gesagt, das will ich nochmal aufgreifen, dass Millionen Menschen um den Mindestlohn betrogen werden. Wie geht das überhaupt? Da gibt es unterschiedliche, also gibt es alle möglichen Varianten, die sich die Arbeitgeber ausdenken. Also manchmal werden die Arbeitszeiten nicht erfasst und die Kolleginnen und Kollegen arbeiten länger und werden nur für die kurze Arbeitszeit bezahlt. Manchmal werden sie über einen Minijob angemeldet, arbeiten aber auch tatsächlich länger. Manchmal wird ihnen eine Vorgabe gemacht, häufig in Reinigungsdiensten, dass sie eine bestimmte Anzahl von Zimmern zum Beispiel reinigen müssen, das in dieser Zeit aber gar nicht schaffen. Und so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Der Urlaub wird nicht bezahlt, wie auch immer. Zuschläge werden in den Mindestlohn mit reingerechnet. Also da gibt es eine große Spielwiese und das könnte man natürlich politisch unterbinden. Jetzt haben wir ja die letzte Sitzungswoche, das sagte ich ja bereits anfangs. Und jetzt können wir so ein bisschen zurückschauen auch, was hat denn die Koalition in den Koalitionsvertrag geschrieben und was hat sie davon umgesetzt oder nicht? Es wird ja häufig dann sehr euphorisch berichtet, die machen das, die machen jenes. Zum Beispiel sollte ja etwas, was wir auch fürchterlich finden, nämlich die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen zumindest eingeschränkt werden. Ist da was beschlossen worden? Wie ist der Stand der Dinge? Leider überhaupt nicht. Das ist auch sehr ärgerlich. Die Fraktion Die Linke hat ja schon in der letzten Legislatur gegen Ende diesen Antrag eingebracht. Damals hat keine einzige Fraktion für unseren Antrag gestimmt. Wir haben das Thema immer jetzt am Laufen auch gehalten. Und was ärgerlich ist, ist, dass die SPD hat es zum Wahlkampfthema gemacht, hat gesagt, das ist ihr ganz, ganz wichtig. Mhm. Dann haben sie irgend so einen wachsweichen Kompromiss in den Koalitionsvertrag reinverhandelt, wo es nur um eine Einschränkung, nicht um eine Abschaffung geht. Und selbst dieser Kompromiss ist aber nicht umgesetzt worden. Das heißt, es ist gar nichts passiert. Und wir haben ja vor 2 Wochen im Bundestag erneut unseren Antrag eingebracht zur Abschaffung. Und außer den Grünen haben wieder alle Fraktionen dagegen gestimmt. Und es ist natürlich immer sehr ärgerlich, weil ich gehe davon aus, dass es wieder Wahlkampfthema werden wird. Ein anderes Thema, was wahrscheinlich damit eng zusammenhängt. Der Europäische Gerichtshof hat ja Deutschland verurteilt, sich mit der Arbeitszeit, Zeiterfassung mit dem Arbeitszeitgesetz auseinanderzusetzen, es zu verbessern. Ist das geschehen? Kannst du mal berichten, was da im Ausschuss vielleicht darüber diskutiert wurde? Also das ist wirklich ärgerlich. Wir finden es eigentlich skandalös, dass eine Bundesregierung ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof nicht umsetzt. Muss man sich mal vorstellen, wenn es ein Privatmensch machen würde. In dem Urteil geht es darum, dass jede Minute Arbeitszeit erfasst wird, also Beginn, Ende und auch die Pausenzeiten. Das hängt einmal mit dem Gesundheitsschutz zusammen, ist aber auch deswegen wichtig, weil selbst im Pandemiejahr sind 1,6 Milliarden Überstunden angefallen und fast die Hälfte davon unbezahlt. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen werden um ihren Lohn geprellt. Wir haben im Ausschuss alles Mögliche versucht. Wir haben Berichterstattergespräche angeleiert. Es sind ja auch verschiedene Gutachten erstellt worden. Einmal aus dem Arbeitsministerium, einmal aus dem Wirtschaftsministerium. Altmaier, also der Wirtschaftsminister, hat es deswegen gemacht, weil er die Hoffnung hatte, es kommt noch mal ein anderes Ergebnis raus. Es ist immer das Gleiche rausgekommen. Aber trotz dem Druck, den wir entfaltet haben, hat die Bundesregierung es einfach auf Eis gelegt und ist damit dafür verantwortlich, dass Beschäftigte, ich muss es wiederholen, um ihren Lohn geprellt werden und die Gesundheit auch der Kolleginnen und Kollegen aufs Spiel setzen. Du hast ja gerade schon das Stichwort Pandemie angesprochen. Am Anfang der Pandemie wurde gerne der Satz gesagt, so ganz blumig, vor dem Virus sind alle gleich. Dieser Satz war von Anfang an falsch, das haben wir als Linke immer gesagt, denn Corona hat nicht alle Menschen gleich getroffen. Das könnte man in den unterschiedlichsten Lebensbereichen sich anschauen, aber natürlich auch im Arbeitsleben. Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen haben ihren Job verloren häufig. Kurzarbeiterregelungen
sind für Niedrigverdiener und für Menschen halt in diesem Niedriglohnsektor ja nicht ausreichend, beziehungsweise sie haben ja gar keins bekommen. Wir haben ja auch dazu Forderungen aufgestellt im Bundestag als Fraktion, zum Beispiel das Mindestkurzarbeitergeld. Wie waren denn die Reaktionen der anderen Fraktionen, als ihr das im Ausschuss diskutiert habt? Ja, wie üblich wurde unser Antrag abgelehnt. Man muss das wirklich auch nochmal unterstreichen. Durch die Agenda-Politik hat Deutschland den größten Niedriglohnsektor in Westeuropa. Und wenn natürlich Kolleginnen und Kollegen von ihrem Lohn im normalen Arbeitsleben schon nicht leben können, können sie es mit Kurzarbeit erst recht nicht, weil die Kosten die gleichen bleiben. Wir hatten auch eine Anhörung dazu im Ausschuss, aber es ist gesagt worden, ja, es ist zu teuer, es ist zu kompliziert, es ist nicht umsetzbar. Aber da gilt halt der gleiche Spruch wie immer. Wenn jemand was will, findet er Wege. Wenn jemand was nicht will, findet er Begründungen. Und es war einfach politisch nicht gewollt. Menschen, die in der letzten Zeit ab und zu im Mittelpunkt der Diskussion standen, sind die Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft. Die Spargelsaison ist am 24. Juni zu Ende. Aber den Spargel ernten ja vor allen Dingen Menschen, die aus den verschiedenen Ländern Osteuropas zu uns kommen, unter wirklich sehr prekären Bedingungen. Sie haben häufig keine soziale Absicherung, arbeiten unter Umständen, also die man sich häufig gar nicht vorstellen kann, und auch wohnen in Unterkünften, wo man denkt, gibt es sowas überhaupt in Mitteleuropa oder gerade in unserem reichen Land? Sind da Verbesserungen durch diese Diskussion aufgekommen oder eher, ich befürchte, du schaust schon so, das Gegenteil? Ja, tatsächlich das Gegenteil. Also da hat die Bundesregierung sich echt ein Glanzstück geleistet. Sie hat praktisch diese Möglichkeit, sozialversicherungsfrei zu arbeiten, in der Pandemie jetzt auch noch ausgeweitet. Üblich sind 70 Tage, sie hat es auf 120 Tage ausgeweitet, was bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen keine Rentenversicherung haben, dass sie, wenn sie arbeitslos werden, keine Arbeitslosenversicherung haben. Das trifft im Übrigen ja auch die deutschen Kolleginnen und Kollegen. Und du hast es angedeutet, auch nicht krankenversichert sind. Das ist natürlich skandalös in der Pandemie. Wenn die erkranken, auch an Corona, müssen sie die Kosten dafür auch noch selber übernehmen. Und es ist deswegen, sage ich mal, so eine Chose gewesen, weil die Bundesregierung diese Regelung in ein anderes Gesetz versteckt hatte, also ein Seefischereigesetz, was damit eigentlich gar nichts zu tun hatte, ein sogenannter Omnibus, und hat es versucht, ohne Debatte hier und ohne Öffentlichkeit durch den Bundestag zu bringen. Wir haben das letztendlich verhindert, haben es zumindest an die Öffentlichkeit gezogen. Trotzdem ist diese Ausweitung dieser prekären Beschäftigung beschlossen worden. Und damit sind jetzt die Bedingungen für die Kolleginnen und Kollegen und für die Menschen, die auf den Feldern arbeiten, noch schlechter geworden. Also noch viel zu tun für uns in der kommenden Legislaturperiode. Du kandidierst ja wieder für den Deutschen Bundestag. Was sagen denn deine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen? Sagen die, komm lieber zu uns zurück, wir brauchen dich im Werk, wir brauchen dich im Betriebsrat? Oder sagen die, kämpfe weiter in Berlin für uns? Also Gott sei Dank habe ich tatsächlich zu einem Zeitpunkt aufgehört, wo die Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, schade, dass du gehst, wir würden dich gerne behalten. Aber jetzt unterstützen sie mich natürlich und wünschen mir viel Erfolg, weil sie natürlich sehen, dass hier auch eine Stimme im Parlament die Probleme entsprechend auch anbringt. Vielen Dank und dann natürlich viel Erfolg bei der Wahl. Du vertrittst ja dann wieder den gleichen Wahlkreis oder hast du ihn gewechselt? Nee. Nein, das ist sehr gut. Du wohnst ja auch dort vor Ort, was ich ja auch immer besonders wichtig finde. Ja, das war bereits die 9. Folge unserer Reihe Hinter den Kulissen des Bundestages. Ihr könnt euch diese Folgen auch alle hintereinander oder hintereinander mit kleinen Pausen anschauen auf der Homepage der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Und ich freue mich natürlich wie immer über Reaktionen. Vielen Dank für die vielen freundlichen Reaktionen bisher. Der Bundestag hat jetzt seine letzte reguläre Sitzungswoche. Wir werden am 7. September uns aber hier noch einmal zu einer eintägigen Sitzung versammeln. Und darum habe ich schon den nächsten Gast eingeladen. Es ist mein Berliner Kollege Gregor Gysi. Ich freue mich darauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Sommer. Der wird kurz für uns alle. Wir sehen uns sicher häufig bei Veranstaltungen und können uns austauschen. Und vielleicht erzählt ihr uns auch, wie ihr unsere Sendung Hinter den Kulissen findet. Auf Wiedersehen.